Hallo, Scrimmy bei Düsseldorf der Modell. Heute tippe ich für euch den zweiten Spieltag. Ich habe das zwar gestern schon soweit erledigt. Ich gehe deswegen nicht mehr dann zu viel ein. Ich will einfach nur noch sagen, wer und warum. Auf Platz 18 der FC Hansa Rostock. Aussteigers Vents haben es eigentlich immer schwer, in der Liga dann zu halten. Und ich denke, Hansa Rostock wird es nicht packen können. Dafür ist die zweite Liga zu stärker und zu mächtig für Hansa Rostock. Auf Platz 17 ist der FC Erzgebirge Aue. Ja, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich denke, Aue steigt mit Hansa Rostock ab. Auf Platz 16 und somit in die Relegationsspiel ist der FC Ingolstadt 04. Ich denke auch, Ingolstadt gewinnt. Ich werde die dritte Liga übrigens nicht tippen. Auf jeden Fall Ingolstadt auf Platz 16. Die werden manchmal ein bisschen gut spielen, aber nicht ganz lang halten können. Dann Jan Regensburg. Ich denke, die werden unten in Abstieg kämpfen und werden sich auf jeden Fall nochmal retten können. Genauso wie auf Platz 14 Dynamo Dresden. Ich denke auch bei denen, wenn die unten ein bisschen kämpfen, aber am Ende sich noch hin. 1. FC Nürnberg. Wenn ich ehrlich bin, halte ich nicht ganz so viel für die Nürnberger. Aber die letzten Male waren sie immer im Mittelfeld. Oder auch mal auf so in der Dreh auch ein bisschen weiter unten. Und ich denke, dass es die Saison genauso wird mit Platz 13. Auf Platz 12 ist der SV Darmstadt 98. Spielen auch oft in der zweiten Liga im Mittelfeld. Mal ein bisschen weiter unten, mal ein bisschen weiter höher. Und ich denke, Darmstadt wird auf Platz 12 kommen. Auf Platz 11, der FC St. Pauli. Ja, St. Pauli wird auf Platz 11 kommen. Da kann ich keine richtige Begründung sagen. Ich denke, das passiert einfach. Ja. Auf Platz 10, der SV Sandhausen. Eigentlich eine starke Mannschaft, auch wenn die nie oben wirklich mitspielen für den Aufstieg in die erste. Aber irgendwie trotzdem sind sie schon sehr viele Jahre in der zweiten Liga und können sich da standhalten. Und ich denke, auf Platz 10 kommen die. Auf Platz 9 und somit die Hälfte kommt der Karlsruher SC. Ich denke, die kommt im Mittelfeld. In der Hälfte. Auf Platz 8 kommt der SC Paderborn 07. Ja, ich denke, dass die Werte ein bisschen auch zwischendurch vielleicht in den Aufstiegskämpfen mieten, aber am Ende, wenn die kratzeln, und auf Platz 8 kommen. Genauso wie auf Platz 7 mit Hannover 96. Oder dem Athens denke ich eher, dass die ein bisschen Abstieg kämpfen, aber sich dann nochmal so gut finden und auf Platz 7 zu landen. Auf Platz 6 Holstein Kiel. Ich denke, anfangs ein paar Vereine sind, werden weiter höher spielen als Holstein Kiel. Und ja. Jetzt werden wahrscheinlich mich viele haten und so, weil ich stark auf Platz 5 tippe. Aber ich sage euch mal so erstmal auch. Einmal. Viele unterschätzen die zweite Liga. Sehr viele Erstligavereine sind abgestiegen und konnten auch nicht mehr die zweite Liga halten oder nur im Mittelfeld. Guckt euch Hannover an. Oder Paderborn. Oder Fortuna Düsseldorf. Die haben alle nicht mehr den direkten Aufstieg wieder hinbekommen. Und ich denke, Schalke wird es auch nicht hinbekommen. Auf Platz 4, und zu hoffen, wir sind noch richtig. Hamburg hat keine Lust auf Aufstieg. Deren Ziel ist der vierte Platz. Nee. Ich denke trotzdem, Hamburg wird auf Platz 4. Auf Platz 3 kommen die Fortuna aus Düsseldorf und müssen somit in die Relegationsspiele. Ich gebe noch keinen Spoiler für die erste Liga, aber ich kann es mal sagen, es wird ein Derby, wenn dazu kommen würde. Auf Platz 2 der FC Heidenheim, also 1. FC besser gesagt.
Ja, ich denke, die werden aufsteigen. Aber die werden nicht auf Platz 1, wo SV Werder Bremen liegt, einordnen. Und bei Werder Bremen, denke ich, werden sie direkt einen Aufstieg wieder hinbekommen. Eigentlich könnte ich doch einen Spoiler machen. Ich werde beide Tippen in ein Video bringen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder für die erste Liga. So, hier ist jetzt die erste Liga und somit auf Platz 18 Kräuter führt. Ich denke sicher, dass wir den Google Sprachassistent nehmen. Wenn etwas hier falsch geschrieben ist, ist es daran schuld. Und nicht wegen mir. Das war ich. Ich habe hier so gedrückt. Und dann hier dieses Mikrofon. Und ja, deswegen. Ja. Auf jeden Fall ist auf Platz 18 Kräuter führt, weil Aufsteiger es immer schwer haben. Und ich denke, Kräuter führt, wird es nicht halten können in der ersten Liga und werden den dritten Abstieg machen. Auf Platz 17 kommt Arminia Bielefeld. Haben sich eigentlich schon etwas gut nochmal gerettet, muss man sagen. Aber ich glaube, die Saison ist keine Rettung mehr. Auf Platz 16 und somit auch dieses Derby gelöst für die Relegationsspiel. Der 1. FC Köln. Und ich denke, da wird Fortuna Düsseldorf und Köln in Relegationsspiele spielen. Und ich tippe auf Fortuna Sieg und Köln steigt ab. Letzte Saison war Mittelmaß von Köln. Aber irgendwie, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich denke, dass die absteigen. Auf Platz 15 und sich nochmal Rad gerettet ist der Hertha BSC Berlin. Hertha spielt für mich, finde ich, nicht mehr tolles Fußball. Die versuchen, ich kann eigentlich nicht so sagen, was die da versuchen und veranstalten. Für mich ist das auf jeden Fall kein Fußball mehr. Also kein gutes, erfolgreiches. Und deswegen denke ich auf Platz 15. Vielleicht sogar verdient. Auf Platz 14, der 1. FC Augsburg, oder ist nicht, die ist nicht der 1. FC, boah. FC Augsburg, eigentlich ein toller Verein, die aber in letzter Zeit auch sehr oft unten im Abstiegsbereich kämpfen. Ich denke, diese Saison wird es nicht viel anders aussehen. Und ich denke, auf Platz 14. Auf Platz 13, eigentlich dieselbe Prinzip wie bei mir für Hertha BSC. Ich denke, dass die sich ein bisschen besser retten können. Tja. Vielleicht eine Überraschung der Mannschaft. Auf Platz 11, der VfL Bochum, der andere Aufsteiger neben Kräuter Fürth. Ich denke, die können sich besser halten als die Kräuter Fürth. Zwar nicht ganz weit oben, aber auf Platz 12. Auf Platz 11 war der SFSV Mainz 05. Zwar hatten die letzte Saison am Anfang Probleme gehabt, aber am Ende, in der Rückrunde muss man auch sagen, haben die sich stark nochmal geholt. Und ich denke, dass das letzte Saison war, werden sie ab ein Häkchen machen und die Saison nochmal anders vorangehen. Auf Platz 10 ist der VfL Wolfsburg, der mit der Begründung wegen halt Wettbewerb, dass die es schwer haben werden in den Wettbewerb. Und ja, ich denke, das Wettbewerb und den DFB-Pokal und dann noch die Bundesliga wird zu viel. Und deswegen denke ich auf Platz 10. Auf Platz 9 der VfB Stuttgart. Ja, VfB Stuttgart, vielleicht die Überraschung von der Mannschaft neben Freiburg und Union Berlin. Ich denke, Platz 9 mitten im Mittelfeld wird Stuttgart lang. Auf Platz 8 ist der SC Freiburg. Eigentlich auch ein toller Verein wie Augsburg. Und so. Ja. Ich denke, auf Platz 8 kommen die. Auf Platz 7 ist der Borussia Mönchengladbach. Ich denke, Borussia werden aus Gladbach werden ein bisschen manchmal gut oben spielen können. Aber ich denke, das wird nicht so viel reichen. Auf Platz 6, 1. FC Union Berlin.
Ja, letzte Saison eigentlich schon stark, fast im Wettbewerb erreicht und ich denke, diese Saison werden sie es erreichen. Auf Platz 5 ist der Eintracht Frankfurt. Dasselbe Prinzip ein bisschen wie Wolfsburg. Nur Frankfurt wird sich noch mal ein bisschen erholen können und besser spielen können. Auf Platz 4 RB Leipzig. Nach dem Trainerabgang und Upamecano weg ist, wird wahrscheinlich Leipzig ein bisschen erstmal schwächeln. Leipzig hat es auch immer schwer gegen kleine Clubs. Und deswegen denke ich, dass Leipzig ein bisschen eine schwächere Saison zeigt. Auf Platz 3 Bayern 04 Leverkusen. Da haben wir eigentlich nicht viel Änderung gegeben, höchstens, dass die beiden Benders den Verein verlassen haben, wie immer. Und eigentlich so sehen, wieder trotzdem noch Fußball spielen, wie ich gelesen habe, in ihrem Heimatverein, wo die Karriere gestartet haben. Auf jeden Fall denke ich, Bayer Leverkusen kommt auf Platz 3. FC Bayern München kommt auf Platz 2. Ich sage das mal so, da bekomme ich wahrscheinlich dafür auch wieder viele Bayer-Haters. Irgendwie kann man Bayern auf Platz 2 und Dortmund auf Platz 1 und so. Aber Bayern hat eine Menge Stammspieler verloren, wie in Boateng, in Alaba. Der Trainer ist neu, viele Spieler sind weg, ein paar Spieler sind neu, wie Upamecano. Und ja, da muss erstmal die Mannschaft passen, zusammenspielen auch können. Und jede Mannschaft wird irgendwo Spieler noch verletzt haben. Da wird auch Bayern Probleme kriegen, auch da nochmal. Deswegen denke ich mal, wird es für Bayern nicht reichen für die Meisterschaft. Gegensatz von Borussia Dortmund. Zwar kann man natürlich sagen, ich bin eher Dortmund-Fan. Bin ich auch. Aber ich denke, Dortmund hat jetzt diese Saison die besten Chancen, Deutscher Meister zu werden. Auf der Runde halt wegen die Bayern. Mit den ganzen Abgängen und so. Und Dortmund hat ja nicht wirklich einen Abgang gehabt, bis auf Sancho. Aber dafür ist ja auch Malle zu Dortmund gewechselt. Und der hat den DFB-Pokal eigentlich ja gut eingeschlagen. Zwar kein Tor erzielt, aber trotzdem finde ich, hat er ein gutes Spiel von ihm. Und ich denke, Borussia Dortmund wird auf Platz 1 kommen. Und ja, das ist dann mein Tipp für die erste Bundesliga. Schreibt natürlich immer eure Tipps mal rein in die Kommentare. Hatet bitte nicht. Es ist einfach meine Vermutung für die erste und zweite Liga. Es könnte natürlich ganz anders auskommen. Es könnten natürlich auch ganz andere Absteiger auftreten oder für die zweite Liga andere Aufsteiger. Das hat keiner von den drei, die ich tippe, von Aufstieg in die zweite, von der zweiten in die erste, das hat keiner von den drei das hinbekommt. Es ist einfach meine Vermutung, mein Tipp. Ich denke, jeder tippt ja anders. Und ja, denke, ihr könnt mal schreiben, wie ihr es denkt, welcher Verein in welchen Platz kommt. Und ich denke, das war es auch für euch wieder mit diesem Video. So, und bis dann.